Es ist höchste Zeit, dass der Gesetzgeber seiner Pflicht zum Schutz der Jugend nachkommt und die fäkalsprachlich geprägten Songs umgehend indiziert. Brutale sexuelle Praktiken, die Verherrlichung von kriminellen Handlungen und exzessiver Drogenkonsum, das ist die fatale Botschaft, die in den Köpfen der Jugend ankommt und hängen bleibt. Aber was kann er für die Erziehung eurer Kinder? Hallo Kinder! Hi, alle Heizhaus und die anderen. Level, gib das Handy weg. Hey Leute, soll ich euch meine Geschichte erzählen? Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Yeah. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auch zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Schminken wie eine Nutte und fallen in das Nachtbett. Ecstasy, Kokain. Flatrace auf 56 Tequila schon einfach so. Sag, wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht hey. Hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs von klein auf im Hype auf. Doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass es nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemand 18 wird, kann man nur wenig hoffen. Denn er raucht mit 6 Gift bedacht und war mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! So hast du immer was zu tun, auch wenn du frei hast. Pass immer auf, du musst dein Auge auf dein Balk haben. Am besten lässt du seine Glocke um den Hals tragen. Kinder sind teuer, also musst du Geld machen. Du musst Probleme erkennen, sie aus der Welt schaffen. Du musst zuhören, in guten und in diesen Zeiten. Du musst da sein, du musst Liebe zeigen. Wer Kinder macht, der hat das so gewollt. Doch sobald es ernst wird mit der Erziehung, habt ihr die Hosen voll. Wie viel mehr kann die Jugend in Stuttgart vertragen? Wie viel? Hört zu, wenn eure Kinder euch jetzt was sagen. Und das geht, hey! Trotz all der Schwierigkeiten, was?